Ich melde mich mal wieder von unserer ewigen Baustelle Tesla. Nun ist es so, dass wir wissen, dass die Tesla AG einen Werkshuttle etablieren will. Das heißt also einen Zug, der vom Bahnhof Erkner direkt bis vor das Werkstor im Süden des Tesla-Werks fährt. Und wir wissen aus Akteneinsichten und verschiedenen anderen Quellen, dass dort ein Shuttle 45 Mal am Tag hin und her fahren soll, der immer bis zu 315 Personen transportieren kann. Und das bedeutet, dass von den gerechnet 21.000 Personen, die für die erste Ausbaustufe täglich zum Werk fahren sollen, per ÖPNV und SBNV, eben über 14.000 nicht den bisherigen RE1 benutzen müssen, sondern direkt mit dem Werkshuttle fahren können. Folglich ist natürlich, wie wir auch schon seit längerer Zeit gesagt haben, ein Neubau des Bahnhofs Fangschleuse gar nicht notwendig, weil wenn ich statt 21.000 Personen weniger als 7.000 Personen pro Tag habe, dann reicht auch locker der bisherige Bahnhof aus. Da sollte lediglich ein bisschen mehr Überdachung drüber und die Bahnsteigverlängerung, die ohnehin wegen der längeren RE1-Züge seit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember letzten Jahres erforderlich ist, sollte umgesetzt werden. Das ist auch viel einfacher möglich als bisher behauptet, weil der Bahnübergang, der neben dem Bahnhof Fangschleuse ist, der kommt weg, und zwar relativ zeitnah. Und die Straße, die dort bisher über die Bahn führt, wird etwas weiter östlich mit einer Brücke über die Gleise geführt. Folglich ist also nach Osten hin einiges an Platz, um die Bahnsteige entsprechend zu verlängern.